Hallo, hier ist ein neues Video mit einer neuen Übung. Hören, mitlesen und das Gedächtnis trainieren. Vor allem das Gedächtnis für Wörter des Deutschen. Es ist ein Text von der Webseite von Lorenz Derungs, Deutsch als Fremdsprache. Hier findest du sehr viele andere Übungen vom gleichen Typ als Leseübung. Schritt 1. Lesen, mithören und verstehen. Hör dir den Text mehrmals an und lies still mit. Stell sicher, dass du den Text gut verstehst, mit dem Wörterbuch oder frag eine Person, die die Wörter kennt. Text 1. Alphabet. Alphabet nennt man die Reihenfolge der 26 Buchstaben unserer Sprache. Weil die ersten Buchstaben das A, B und C sind, sagt man auch ABC. Das deutsche Alphabet beginnt mit A und endet mit Z. Manche Menschen sind Analphabeten. Sie können nicht lesen und schreiben. Schritt 2. Trainiere dein Gedächtnis für Wörter. Drücke die Pause-Taste und nimm einen Stift. Schreib die Wörter, die im Text fehlen. Text 2. Apotheke. Du bist krank und erhältst von deinem Arzt ein Rezept. Darauf hat der Arzt geschrieben, welche Medizin du brauchst. In der Apotheke gibst du der Apothekerin das Rezept. Sie weiß gut über Medikamente Bescheid. Es gibt auch Medikamente, die man ohne Rezept kaufen darf. Drück jetzt wieder die Stopptaste, nimm einen Stift zur Hand und schreib aus dem Gedächtnis die Wörter, die im Text fehlen. Text 3. Architekt. Wenn jemand ein Haus bauen möchte, bespricht er mit einem Architekt, wie er sich das Haus vorstellt. Dann zeichnet der Architekt, wie es außen und innen werden soll. Er rechnet auch aus, was es kostet. Die Handwerker bauen das Haus nach dem Plan des Architekten. Architekten planen auch ganze Stadtteile mit Häusern, Grünanlagen, Straßen und Spielplätzen. Hör dir den Text wieder mehrmals an. Drück jetzt die Stopptaste, nimm einen Stift zur Hand und schreib die Wörter aus dem Gedächtnis. Text 4. Autobahn. Autobahnen sind Schnellstraßen. Sie haben getrennte Fahrbahnen für den Verkehr in alle Richtungen. Nirgends gibt es Kreuzungen. Das Anhalten ist nur im Notfall auf dem Standstreifen erlaubt. Oft gibt es Stau auf den Autobahnen. Drück wieder mehrmals auf Play. Und jetzt wieder auf Stopp. Nimm einen Stift zur Hand und versuche, die Wörter aus dem Gedächtnis wieder zu finden. Und jetzt kannst du auch überprüfen, ob du alle Wörter gefunden hast. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass dir die Übung gefallen hat.